Feuer in einer Fabrikhalle. Ein Fall für den neuen Alleskönner der Freiwilligen Feuerwehr Friseute. Das ferngesteuerte Löschunterstützungsfahrzeug 60, kurz LUF 60. Es kommt überall dorthin, wo es für Feuerwehrleute zu gefährlich ist. Für den Kreisbrandmeister Liebe auf den ersten Blick. Ich kann mich gut erinnern an den Einsatz bei Waschkönig und Walter. Seinerzeit war es schwierig, die Decken hingen runter, Deckenteile kamen runter. Da war es nicht möglich, Leute reinzuschicken. Und da hat zum Beispiel dieses Löschunterstützungsfahrzeug seinerzeit aus Leer gute Arbeit geleistet. 200.000 Euro hat der Landkreis Kloppenburg in das über 2 Tonnen schwere Kettenfahrzeug investiert. In der Regel dauert es vor Ort 10 Minuten, bis das 1,3 Meter breite und 2 Meter hohe Gefährt aufgerüstet und einsatzbereit ist. Dabei gilt es einiges zu beachten. Ja, es ist immer einsatzbedingt, wie es im Einsatz sich darstellt. So müssen die Fahrzeuge kombiniert werden, ob wir jetzt noch eine Wasserentnahme herstellen müssen oder ob der LUF direkt gespeist werden kann vom TLF 16 von Altenreuth. Oder ob wir noch eine Wasserleitung stellen können oder ob wir vor Ort schon eine fertige Wasserleitung für uns vorfinden. Schnell noch die zu dicht am Brandherd parkenden Fahrzeuge weggeschickt. Auch das gehört zur Aufgabe der Feuerwehr. Dann kann es losgehen. Als erstes wird der Weg zum Brandherd freigeräumt. 2 Männer aus Markhausen bereiten alles vor. Damit über die Seilwinde die schwere Schaufel zur Seite geschafft werden kann. Danach arbeitet das Fahrzeug wie ein kleiner Gabelstapler und schafft das letzte Hindernis aus der Halle. Dann setzt das LUF seine Lüfter ein. Also diesen Zusatzlüfter, den setzen wir da ein, um Gebäude rauchfrei zu bekommen, Hallen oder große Gewerbehallen. Diese beiden Lüfter können wir zusammenschalten und kriegen ungefähr ein Volumen von 150.000 Kubik und dass wir innerhalb von kürzester Zeit eine Halle rauchfrei bekommen. Jetzt geht es dem Feuer an den Kragen. Das Wasser wird angeschlossen. Je nach Reichweite verbraucht das LUF zwischen 400 und 3000 Litern Wasser pro Minute. Damit erzeugt es eine Art Wassernebel, der das Feuer löscht. Über 60 Meter Reichweite hat die Turbine. Doch das bis zu 6 km/h schnelle Raupenfahrzeug kann noch mehr. Brände löscht das LUF 60 auch mit Hilfe von Löschschaum. Und das aus einer Entfernung von bis zu 35 Metern. Um das Löschunterstützungsfahrzeug einsetzen zu können, braucht man Personal. Wir mit 4 werden das Fahrzeug in Einsatz bringen können, habe ich mich beim Landkreis sofort gemeldet und das auch begründet. Und aus dem Grunde ist das in Friseute stationiert worden. 24 Männer, jeweils 6 Feuerwehrleute aus den Ortswehren, Gehlenberg, Markhausen, Altenreuth und Friseute. 12 von ihnen fahren den Einsatz, der Rest bleibt in Bereitschaft. Dabei ist die Aufgabenverteilung klar. Die Feuerwehr Friseute ist eigentlich dafür zuständig, den LUF zum Einsatz zu bringen, den LUF abzuladen und in Bereitstellung zu bringen, sodass die Feuerwehr Altenreuth diesen LUF mit Wasser speisen kann. Die Feuerwehr Altenreuth baut also die Wasserleitung von ihrem TLF zum LUF auf. Und dann kommen wir wenn die Altenreuther dieses stehen haben, übernimmt die Feuerwehr Markhausen den LUF. Die machen sich in der Zeit mit dem schweren Atemschutz fertig und übernehmen den LUF und machen den Ersteinsatz mit dem schweren Atemschutz. Die Feuerwehr Gehlenberg wird dann in Bereitstellung gestellt mit dem Rettungstrupp und wird als Rettungstrupp eingesetzt. Das Schöne, nicht nur Kloppenburg profitiert von der Anschaffung. Auch die umliegenden Landkreise können auf nachbarschaftliche Hilfe aus Friseute bauen.